Der Pöhler Triathlon hat sich in seiner mehr als 20-jährigen Geschichte zu einer Veranstaltung entwickelt, die im Kalender der Liebhaber dieser Sportart nicht mehr wegzudenken ist. Auch in diesem Jahr war es wieder ein regelrechtes Volksfest, denn hier zählt nicht nur der ernsthafte sportliche Wettkampf, auch die Zuschauer sind mittendrin. Und wenn dann noch in einem international besetzten Feld die Lokalmatadoren siegen, ist das natürlich auch eine gute Werbung für das Vogtländische Meer. Der nachfolgende Beitrag wird präsentiert vom Elsterpark Plauen. Die ganze Welt in kleinen Steinen. Vom 22. August bis 7. September. Elsterpark. Einfach besser einkaufen. Und zum Lumisch. Dem Restaurant am Topfmarkt in Plauen. Wo die Gemütlichkeit zu Hause ist. Am Sonntag meinte es der Wettergott wieder einmal gut mit den Triathleten an der Pöhl. Das war in den Tagen des Aufbaus gar nicht so sicher, denn viele der Anlagen mussten in Sturm und Regen aufgebaut werden. Nun aber war es soweit, der 21. Pöhler Triathlon konnte starten. Die Wettkämpfer kamen in diesem Jahr wieder aus allen Regionen Deutschlands, von den Alpen bis zur Nordseeküste. Aber auch aus den Nachbarländern, ja sogar aus Schweden und Großbritannien waren Teilnehmer angereist. Der Wechselgarten füllte sich zusehends und mittendrin auch der Gewinner des Preisausschreibens von Television Westsachsen, Mirko Behrendt aus Reichenbach. Auch sein Interesse an der Veranstaltung kommt nicht von ungefähr. Erstmal vielen Dank für die Karte, habe mich sehr gefreut. Dazu gekommen bin ich eigentlich schon letztes Jahr im Herbst, die Idee an Triathlon teilzunehmen durch einen Triathlonkurs. Die Trainerin hat zu uns gesagt, ihr wisst schon, dass das Ziel dieses Kurses ist, die Teilnahme an einem Triathlon. Das konnten wir erstmal gar nicht richtig glauben. Haben dann am Koberbach-Triathlon teilgenommen. Und wenn man einmal das anfängt, dann hat man Blut geleckt. Und dann kam meine Familie auf die Idee, schau doch mal im Internet, da gibt es so ein Preisausschreiben für den Pöhl-Triathlon. Da habe ich mitgemacht, gewonnen. Mit der Nummer 276 und einem klaren Ziel ist er in den Wettkampf gegangen. Also mein Ziel ist es hier, gesund anzukommen und nicht Letzter werden. Das denke ich, sollte klappen. Diese Einstellung haben die meisten Triathleten an diesem Tag und das macht den Pöhler Triathlon auch für Hobbysportler so attraktiv. Deshalb können sich die Organisatoren unter Leitung von Jörg Schwert keineswegs über mangelndes Interesse beklagen. Ich habe mal kurz durchgerechnet mit den Vormeldungen abzüglich der nicht erschienenen plus die Nachmeldungen sind wir jetzt 513 Teilnehmer. Das ist eine tolle Zahl, finde ich. Punkt 14 Uhr ging dann die erste Gruppe ins Wasser. 750 Meter waren im 22 Grad warmen Wasser der Talsperre zu schwimmen, wobei aufgrund der Temperatur zum Beispiel keine Neoprenanzüge erlaubt waren. Den Vorjahressieger Philipp Dresselputz interessierte das sowieso nicht. Er schwamm den anderen wieder meterweise voraus und stieg als Erster aus den Fluten. Von den Zuschauern interessiert beobachtet, folgte in gehörigem Abstand dann das Hauptfeld. Und während dieser Aufnahmen saß der Führende bereits im Sattel und nahm die 20 Kilometer Radstrecke unter die Pedale. Und das mit einer Geschwindigkeit, über die andere nur staunen konnten. Und auch wir staunten nicht schlecht, als nach relativ kurzer Zeit die Streckenaufnahmen anstanden und Philipp schon wieder gut die Hälfte der Radstrecke hinter sich hatte. Aber auch wir hatten für einen schnellen Kamerauntersatz gesorgt. Die Radstrecke ist wirklich auch eine Augenweide. Über die Staumauer der Talsperre geht es mitten durch das wunderschöne Vogtland, zunächst in Richtung Herlersgrün, wo sich die erste Wende befindet. Und selbst an Stellen mitten zwischen Feldern werden die Wettkämpfer von Zuschauern angefeuert. Beim Vorbeifahren merkt man da erst einmal, wie weit sich das Feld auseinandergezogen hat. Auch eine Herausforderung. Die Wendestellen liegen im Tal. Also nach dem Abbremsen und der 180-Grad-Wende geht es erst einmal nur bergauf. Für mich dank Ronald Müller weniger das Problem. Auch die Vorjahressiegerin der Frauen, Jana Richter, hat die erste Wende passiert und ist auf dem Weg wieder Richtung Talsperre. Auf der anderen Streckenseite führt der Weg bis an den Stadtrand von Plauen. Auch hier begeisterte Zuschauer wie der kleine Moritz. Und auch hier der Effekt, abbremsen,
180-Grad-Wende und dann ein langer Berg. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Doch alle kämpften sich weiter und werden am Ende der Strecke von begeisterten Zuschauern empfangen. Wieder in den Wechselgarten, umziehen und dann auf die Laufstrecke. Zwei Runden mit jeweils knapp 3 Kilometern, da ist auch der Wasserhaushalt wichtig. Aber es gibt ja die Tankstellen am Rande der Strecke. Diese Strecke hatte Philipp Dresselputz in insgesamt 1 Stunde, 2 Minuten und 40 Sekunden zu diesem Zeitpunkt bereits absolviert. Er siegte mit 6 Minuten Vorsprung vor Philipp Heiß und Franz Hopfmann. Auch bei den Frauen gab es keine Überraschung. Erste im Ziel war eine überglückliche Jana Richter. Wieder geil, super Stimmung hier, Gänsehaut, geiles Wetter, Top-Organisation. Ich bin happy, dass ich wieder gewonnen habe. Einfach toll. Danke, lieber Jürg Schwert. Und auch für den Gewinner des Preisausschreibens von Television Westsachsen hatten sich die Ziele erfüllt. Mit Platz 146 von immerhin 390 Einzelteilnehmern konnte er doch zufrieden sein. Wie war's? Sehr gut. Lief sehr gut. Bin sehr zufrieden. Schwimmen war am schönsten, ging auch am schnellsten und das Laufen war dank der Hitze doch sehr anstrengend. Und nächstes Jahr wieder da? Klar. Gut. Und das sieht nicht nur er so. Also gilt die alte Weisheit für das Phrasenschwein: Nach dem Triathlon ist vor dem Triathlon. Freuen wir uns auf den 22. Pöhler Triathlon im kommenden Jahr. Der nachfolgende Beitrag wurde präsentiert vom Elsterpark Plauen. Die ganze Welt in kleinen Steinen. Vom 22. August bis 7. September. Elsterpark. Einfach besser einkaufen. Und zum Lumisch. Dem Restaurant am Topfmarkt in Plauen, wo die Gemütlichkeit zu Hause ist.